das nimmt jetzt nichts auf, ne? Immer noch nicht. Okay, warte, dann steigen wir nochmal aus. Vielleicht gibt es da ja noch was. Wir wissen es da nicht. Enter. Ach du Scheiße, wie geil ist das denn, bitteschön? Habt ihr das gesehen? Ich nehme mal meinen Walkspeed raus. Guck mal die Zapfwelle. Und wenn wir jetzt nämlich Q drücken. Seht ihr das? Die müssen wir nämlich noch erst attachen. Ist das geil, Alter. Ist das geil. Und nun. Ja, guck. Nun läuft das auch vernünftig. Geile Sache einfach mal. Richtig geil. Ha. Nice, nice, nice. So, pass auf. Fahren wir hier wieder hin, ne? Dann können wir den ganzen Dreck ja mal wegräumen hier, den wir hier fabriziert haben. So, B. So, jetzt läuft das. Sieht man jetzt auch. Und dann können wir endlich loslegen mit die Ballenpressen. Tust du Ballenpressen, wir tun's, ihr tut's, alle tun's. So, da habe ich natürlich ein bisschen was nicht mitgenommen, aber das ist ja nicht so schlimm. Das können wir ja noch reparieren. Nicht so schnell. Nicht so schnell! Ich sehe nichts. Nein, danke. Ich will keine Mission. Wie oft habe ich euch das schon jetzt schon gesagt? Dass die immer mit diesen Missionen kommen müssen. Das nervt so ein bisschen, weißt du? Oha, oha, warte. Erstmal hier richtig. Weil ich wollte auch ein bisschen was erzählen eigentlich. Ich wollte ja nicht nur hier vom Spiel oder so erzählen, sondern ich wollte ja mal so ein bisschen über so, ja, Dinge erzählen. Einfach mal. So. Ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ich bin jetzt Mitglied eines Netzwerkes, was Mediakraft Talents heißt. Und ja, da bin ich angenommen worden, was richtig geil ist. Und please exit tractor and clean pickup manually. Oh, was? Ernsthaft? Verstopft oder was? Clean. Ja. Das ist ja mal geil, Alter. Dass man hier auch wirklich Funktionen mit reingebracht hat. Das feiere ich ja, ne? Das ist richtig geil, einfach mal. So, auf jeden Fall bin ich Mitglied. Bin ich halt Partner jetzt. Und, ja, was ich auch richtig cool finde. Und, ja, eigentlich auch schon wieder. Och, Mann, ey, komm. Ich komm nicht zum Erzählen, Alter. Mobbt mich nicht. B. Mach den Scheiß sauber jetzt hier. B. Einsteigen. Zack. Scheiß wieder anwerfen hier. So. Fahr jetzt mal auf Stufe 1 nur. Vielleicht geht das dann besser. So. Ja, und naja, was ich mir eigentlich so ein bisschen damit erhoffe, ist einfach ein bisschen höhere Reichweite zu bekommen, dass mehr Leute eigentlich auf meine Videos aufmerksam werden, damit mehr Leute zuschauen. Ich habe auch vorhin mal geschaut, also wo ich gerade angefangen habe, meine Aufnahme zu machen, mir fehlen noch genau 3 Abonnenten, da habe ich die 300 voll, was einfach sagenhaft genial und geil ist. Also da freue ich mich am meisten drüber eigentlich. Und auch allgemein die Videoaufrufe jetzt speziell für den Landwirtschaftssimulator eigentlich, sind richtig. Ja, für meine Verhältnisse sind sie eigentlich relativ gut und eigentlich okay. Nur Minecraft Town, da müssen wir nochmal ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da, weil momentan habe ich so gemerkt, so überwiegend sind halt Leute vom Landwirtschaftssimulator auf meinen Kanal gekommen. Und was natürlich auch geil ist, weil ich den Landwirtschaftssimulator allgemein, Entschuldigung, wirklich feier. Ja, weil, Entschuldigung, ich hatte gerade irgendwie was, ja. Und ich mag den Landwirtschaftssimulator auch richtig. Ich habe den, wie gesagt, schon mehrere Jahre jetzt gespielt. Ich habe auch relativ viel Erfahrung. Habe früher in mehreren Clans und Gruppen, geleitet, mitgemacht. Ja, anfangs habe ich halt, bin ich halt in einer Gruppe vom Landwirtschaftssimulator beigetreten. Da habe ich gesagt, nee, das gefällt mir alles nicht, wie ihr das hier macht. Da mache ich lieber mein eigenes Ding und versuche mir einen eigenen Clan, in Anführungszeichen, Gruppe aufzubauen, hab das dann gemacht, hab das dann mehrere Jahre lang geführt, mit mehreren Leuten dann halt zusammen, hatten wir dann eine richtig coole Gruppe, die hatte sich dann mit den Jahren halt irgendwann halt wieder aufgelöst, da habe ich gedacht, nee,
das, ja gut, dann habe ich halt gesagt, ja, was machst du jetzt? Eigentlich wollte ich weitermachen. Da habe ich auch weitergemacht, da habe ich meinen zweiten Clan geöffnet, hatte ich dann gesagt, so Leute, ich hatte da noch zu ein paar Leuten Kontakt gehabt, habe dann gesagt, ja, wir müssen dann noch eine Gruppe quasi aufbauen. Ja, dann habe ich die zweite Gruppe quasi aufgebaut, habe dann gesagt, damit machen wir weiter. Das hat dann auch ein paar Jahre gehalten. Und zu dem Clan, muss ich eigentlich sagen, ist noch dazu gekommen vermehrt das Modding. Da hatte ich dann halt einen kennengelernt, der mir das dann halt vermittelt hatte, wie man halt modelliert so Dinge baut. Dann hatte ich halt ein paar Sachen rausgebracht, was geil war. Und das scheiß Teil ist schon wieder verstopft, aber das ist nicht das Problem, das können wir ja schnell wieder reinigen hier. So. Naja, und dann habe ich den halt kennengelernt gehabt und mit dem habe ich dann vermehrt halt auch, sag ich mal, Mods gebaut und Projekte auf die Beine gestellt. Das war auch relativ geil eigentlich. Und beziehungsweise eigentlich davor noch, mit meinem, jetzt muss ich mal eben überlegen, ich hatte einem Clan, habe ich nur zugehört, da habe ich eigentlich gar nichts gemacht, da habe ich nur mit gespielt und so weiter. Und da habe ich meinen eigenen aufgebaut. Genau, und mit dem ersten großen, beziehungsweise ich hatte mich dann erst, habe ich mich alleine auf die Beine gestellt, habe ich gesagt, ich möchte was machen und dann kamen Leute dazu, die haben dann gesagt, Mensch, wir können ja eigentlich zusammen irgendwie was machen. Und daraus entstand dann eigentlich der erste Clan, genau, so war das. Und, dann haben wir das halt zusammen aufgebaut, so mehr oder weniger. Dann kam halt dann jemand anders dazu, da haben wir dann halt unser erstes, sag ich mal, LS-Forum gegründet oder beziehungsweise aufgebaut. Und das war eigentlich auch recht geil besucht und hatte dann auch mehrere tausend Mitglieder im Forum. Das war recht geil eigentlich. Also ich habe die Zeit wirklich auch richtig abgefeiert, weil das wirklich cool war. Nur dann kam halt das Blöde dazu, derjenige, der uns wie soll ich das sagen, also ja, wir hatten da halt jemanden, der hatte uns dann halt so einen Server gesponsert und so. Ja, und ich glaube, ich bin stehen geblieben mit der ersten, mit dem ersten Clan, mit der Homepage, genau, da hatte ich halt jemanden, der den Server und das Forum, sag ich mal, mehr oder weniger gesponsert hatte, beziehungsweise aufgebaut hatte mit uns und das halt geführt hatte, die ganze technische Abteilung, Alter, nein! Das hielt dann auch einige, ja, das hielt eigentlich knapp ein Jahr oder so, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, Mann. Aber egal, auf jeden Fall hielt das recht eine gute Weile. Hatten sich halt auch viele Leute registriert und so und war auch recht cool. Und aber eines Tages kam er dann halt und hatte so mehr oder weniger das ganze Zeug halt abgeschaltet, was ein bisschen blöd war. Dann bin ich dadurch so mehr oder weniger zum, ja, Let's Playen gekommen, sag ich mal. Weil ich daraus gesehen hatte, beziehungsweise dann hatte ich halt gesagt, ich hatte dann halt vermehrt mehr oder halt mehr wieder Minecraft gezockt, was ich davor schon mal gemacht hatte, aber halt nicht so intensiv wie jetzt, sag ich mal. Und da habe ich gesagt, boah, nee, Landwirtschaft habe ich jetzt im Moment gar keinen Bock mehr zu, weil dadurch hatte ich halt dann mehr oder weniger mit dem so ein bisschen halt die Erfahrung halt gemacht mit so den Homepage und dann halt abschalten und so, da hatte ich dann keinen Bock mehr zu. Da habe ich gesagt, boah, nee, irgendwas anderes muss jetzt her, hab da jetzt keine Lust mehr zu und so. Da habe ich angefangen mit Minecraft Let's Plays, richtig gammelig eigentlich, auf meinem alten Kanal, den es auch noch gibt, muss ich eigentlich sagen. Das ist ja noch so ein bisschen das relativ Schlimme dabei. Da habe ich mir aber, das habe ich immer
ja, halt einfach for fun gemacht, weil ich da einfach Lust zu hatte, so mal was anderes ausprobieren und so. Und damit kam ich dann halt immer mehr rein in die Let's Player-Szene, sag ich mal. Und da hatte ich halt gesagt, boah, geil, Mann, das bringt mir wirklich Spaß, da habe ich wirklich Bock zu. Und das mache ich dann halt auch weiterhin.